hält das ziemlich gut ein. Ist also ganz normal dabei. Kann man nichts gegen sagen. Rice liegt ziemlich drunter. Muss er aufpassen. Dafür ist die Lux bei denen aber ziemlich gut. Liegt fast dran. Und Vega bei uns ist ziemlich schlecht. Die Jungler sollten ungefähr die Hälfte haben. Wenn es geht, ein bisschen mehr. Da mache ich mit meinem 50 Creeps eigentlich einen ganz guten Score momentan. Und auch die Eve ist eigentlich noch ganz okay dabei. AD Carry ist Ashe gut dabei. Teemo hat natürlich verkackt. Wer hätte es erwartet? Und bei den Supportern gibt es da ja nicht viel zu sagen. Gucken wir uns die Kills mal kurz an. Gefeedet ist auf jeden Fall leicht schon mal ich als Jax. Die Ashe ist gut gefeedet und auch nur Morgana hat einen guten Feed. Und im Gegnerteam ist es der Teemo, der hart feedet. Tja, so ist es halt. Und auch Vega bekommt langsam mit seinem Fett ab. Das war übrigens sehr knapp von mir. Wenn ich da nicht weggegangen wäre, dann wäre es mein Ende gewesen. Ja, gut, das war's dazu erstmal. Was hat denn der Wukong-Bild ist vollkommen okay. Vega habe ich nie gespielt, aber sieht auch ganz okay aus. Bei Jax gehe ich auf die 3 Einigkeit als zweites Item, weil wir momentan führen und ich deswegen versuche ein bisschen Druck aufzubauen. Ashe ist ebenfalls sehr okay, ist ja ein Crit, ist ein Crit Damage Champ. Und was ist das denn hier? Ach so. Morgana-Bild ist auch ganz okay. Ich hätte mir vielleicht nicht die Geschwindigkeitsschuhe geholt, sondern eher Magie-Durchdringungsschuhe. Auch wenn du Supporter bist oder zumindest eine Rüstungs irgendwas Rüstungsmäßiges. Auch wenn du Supporter bist, naja. Bei Ryze sieht es ebenfalls ganz normal aus. Es sollte jetzt langsam mal sein erstes Item fertig bauen. Lux ist auch ganz okay, sie liegt halt zurück, kauft sich den defensiven Gral. Auch beim gegnerischen Jungler muss ich sagen, ganz dämliche Entscheidung mit dem Speedschuhen. Ich weiß, du bist zwar Evelyn, aber du solltest deine Schuhe noch nicht ausbauen, wenn du noch kein anderes Item hast. Das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Teemo, naja, was der baut, möchte ich gar nicht erst fragen. Der hat da angefangen ganz gut mit einem AD-Item, was ich begrüßt habe. Hier gehe ich auch ziemlich geil neben der Lulu Weimar weg. Mit einem AD-Item hat er angefangen. Oh, Vega, was sagst du dich einfach? Feedest du den Teemo? Er feedet Teemo. Und kauft sich dann AP. Das ist nicht das, was man machen sollte. Oh, und Teemo will sterben. Wie sie sich aber auch beide wunderschön in eine Reihe stellen dafür, ne? Ziemlich geil. Die Ashe hat's gar nicht getroffen und sie stellt sich direkt in den Strahl rein. Das sind Bronze-Plays, ey. Oh mein Gott. Tja, die Items von Lulu und von Morgana sind ansonsten auch ganz okay. So, geht's weiter zum Spiel. Es steht 7-13, 6k Gold Unterschied. Ein Tower ist gefallen. Es sind 20 Kills in 20 Minuten gefallen. Was für Bronze sogar noch wenig ist. Ryze versucht hier auf seiner Lane irgendwie zurückzukommen, ist aber sehr schwer. Steif hier ein bisschen, denkt mir so, hey, warum nicht? Glaube, das können. Ah, stimmt, da bin ich dann ausgewichen, weil ich dachte, von der Lux kommt gleich eine Kuh geflogen. Und hole mir stattdessen lieber noch den Supporter, was dann im Endeffekt gar nicht macht. Muss auch sagen, fairer halber, an der Stelle habe ich dann ein bisschen gewaged, weil ich ja der Meinung war, das Team hätte mitkommen müssen. Was falsch war, und da stirbt der Erste. Ja, da rennen sie alle drei ein bisschen sinnlos durch die Gegend, wissen nicht, was sie tun sollen.
Wukong sehr creepy gerade, dived hier. Ist vielleicht nicht ganz so intelligenteste gewesen, aber dafür holt sich Max 99 einen Kill, aber da kriegt auch Lux wieder einen Kill. Sehr ausgeglichen gerade, jetzt sollte er aufpassen. Oh ja, sehr schön. Aber er stirbt dafür. Da ist Ash. Und noch mal den Ryze ganz kurz mal. Und da ist der Ryze gestorben. Lulu und Co. gingen ja dann ein bisschen weit zurück. Ah ne, da kam Lulu wieder, stimmt. Da habe ich mir auch noch schnell geholt. Oder Ash. Und da hat Eve ganz schnell das Weide gesucht. Ist ja lieber zur Base gelaufen. Und da stirbt auch noch der Timo. Ja, da hat die Ash noch bekommen wegen dem Flash, den er da rausgehauen hat. Und wäre wahrscheinlich... Und da sterbe ich wieder. Ein ewiges Hin und Her. Ein ewiges Hin und Her. 13:19 nach 20 Minuten, also nicht zu den 20 zu in 20 Minuten. Das hat sich gerade einfach mal um 10 Kills erhöht, die Score. Aber zum Negativen des Gegnerteams, denn... Jetzt sind schon 3 Tower gefallen vom Gegnerteam. Das ist natürlich nicht so gut. Denk kurz was. Tja. Wukong, sehr greedy. Morgana kommt zur Hilfe. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade geflasht ist. Wenn, dann war das jetzt vielleicht nicht so gut. Auch der Cage war jetzt etwas sinnfrei, aber da streiten sich ja die Geister. Oh, Morgana wird das wahrscheinlich nicht. Nein, wird sie nicht. Aber der Krieger in den Supporter ist also nicht so schlimm. Und da wurde auch der Falsche gefangen. Ah ne, der konnte gar nicht gefangen werden, was laber ich. Okay. 23 Minuten sind um. Es sieht ganz okay aus. Oh, oh, Teamfight, da kam ich. Bin dabei gestorben. Die Ulti von der Ash kam da echt ein bisschen verspätet, aber richtig verspätet. Da war auch ein Moment, da habe ich dann richtig abgeraged. Ich habe nämlich dreimal vorher gesagt, ich erinnere mich gerade wieder. Ich habe dreimal vorher gesagt, Ash, Ulti. Bin dann reingesprungen in dem Vertrauen, dass die Ulti auch fliegt und naja, die kam dann halt... Irgendwann später. Da haben aber die anderen mir recht gegeben, dass das ziemlich dämlich von ihr war. Aber, naja. Was soll man im Endeffekt noch machen, gell? Super gekriegt noch. Und ein Kill für den Midlaner. Sehr schön gemacht, Morgana. Gefällt mir. Die Morgana hat mir wirklich gut gefallen im Game. Ich spiele gerne Morgana selbst, kann sie aber nicht richtig gut, muss ich gestehen. Ich treffe zwar meine Qs und so, aber ich spiele sehr greedy, was mit Morgana, die so wenig Leben hat, natürlich sehr gefährlich ist. Auch hier super reagiert von Vega, aber ich glaube, das ist sein Tod jetzt. Ah, nein, hat er gut überlebt, weil die Minions das abgewehrt haben, alles. ...9.000 Unterschied mittlerweile, 3 Türme immer noch. Und Ash drückt mittlerweile ganz schön Schaden, muss man ja mal sagen. Weiß möchte sich hier unbedingt ein paar Towerschläge einfangen. Weil man sich nicht sehr jetzt sauer sein kann, Weil man sich nicht sicher sein kann, was mehr Schaden macht, der Tower oder Ash. Und da ist der Dragon gefallen. Weiß ich, ob es der erste oder der zweite ist. Ich glaube, es ist der zweite jetzt. Kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil der erste gefallen ist. Ich glaube, das war ein sehr früher Drake.
Übrigens mal so ein Tipp an Teams, wenn sie mit Ash zusammen spielen. Sollte die Ash ihren Aufklärungspfeil auf Minions hauen. Sehr schön. Okay. Sollte die Ash ihren Aufklärungspfeil direkt auf die Minions hauen auf feindlicher. Dann solltet ihr vielleicht als Team sagen, okay gut, ich lasse ihr die Minions aus dem einfachen Grunde, da Ash für jeden Minion, den sie mit dem Aufklärungspfeil aufklärt, 2 extra Gold bekommt. Das heißt, wenn ihr die Wave lasst, dann bekommt sie aber mal 12 extra Gold, also sozusagen einen halben Minion nochmal extra. Und sie hat diesen Aufklärungspfeil auch nur alle 40, 50 Sekunden. Wie war das? 2? Ich glaube, waren sogar mehr ein bisschen. Moment, kann ich mal ganz kurz schauen. Dafür sind wir ja da, Ash. Ash? Ash. Okay. Und zwar 3 zusätzliche Gold. Also sie kriegt sogar 18, das heißt auf Deutsch, sie würde 7 statt 6 kriegen. Das ist ein guter Goldvorteil, den kann man ausnutzen. Also wenn ihr so nett seid, dann lasst ihr da einfach die Wave. Ihr bringt es in dem Moment dann am meisten. Zudem gibt es den Supporter noch ein bisschen Gold, also... Den Supporter würde es so Gold geben, aber ist ja egal. Der Ash würde es in dem Moment am meisten geben. Wenn ihr zum Beispiel sagt mal, eure Ash liegt zurück. Flamet die Ash nicht, sondern gibt ihr einfach den Tipp, dass sie doch mit ihrer E ein wenig arbeiten soll, um sich schneller ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Sag mal, sie macht das 3 Minion Waves lang, dann hat sie schon wieder einfach... Ne, 4 Minion Waves lang, dann hat sie einfach mal schon wieder 100 Gold mehr. Die Kuh war jetzt ziemlich sinnlos. Ich glaube, sie wollte gerade testen, ob die Kuh auch Schaden macht. Da kommt Timo aus dem Hinterhalt. Bringt ihm aber nicht viel, da der Tower und die Lulu geowned wurden. Ich renne da gerade noch ein bisschen hinten rum. Keine Ahnung, warum ich das tue. Ich weiß es nicht genau. Ich tue es auf jeden Fall. Und jetzt komme ich dem Timo entgegen. Hey Timo, I like you and you me. Ja, hat natürlich keine Chance dazu entkommen. Lol, er ist wirklich entkommen. Button fail, der Timo ist echt entkommen. Sehr schön. Bam. Geowned. Super Zweck. Und dann den Tower machen. Jax macht ja jetzt mittlerweile schon ordentlichen Damage. Und dann kommt Timo an, will sich wahrscheinlich die Morgana holen. Stirbt dabei aber leider. Guter Deutsch von der Morgana auf jeden Fall. Gutes Binding. Und es sind jetzt 30 Minuten vorbei fast. Theoretisch müssten wir jetzt 180 Farm haben, meine lieben Freunde. Schauen wir mal, wer das erreicht hat. Rice, tut mir leid, aber du bist mega outfarmed. Wukong hat das sehr schön erreicht. Nicht ganz 180, aber hat ja noch eine halbe Minute und... Ansonsten passt das gut. Lux, Vega, ebenfalls beide komplett outfarmed. Die beiden Jungler halten sich sehr gut. Ich und die Evelyn, wir haben 100 Farm, das ist mehr als wir eigentlich haben müssten in dem Moment. Es ist sehr gut. Die Ash ist auch noch ganz nah dran. Wir fehlen so ungefähr 30 Farm. Könnte man in sehr kurzer Zeit jetzt aufholen. Ja. Und die Supporter, kann man nichts zu sagen. Lulu hat den Timo, glaube ich, ein bisschen Farm gestealt. Aber das hätte ihm im Endeffekt auch nichts mehr gebracht. Bei 1 zu... Ah ne, 6-9 hat er jetzt mittlerweile. Er geht gar nicht so dumm. Also er ist gar nicht so dumm. 34 zu 33... 34 zu 33. Und jetzt wird höchstwahrscheinlich gleich der entscheidende Kampf stattfinden. Und ich wette mit euch, das wird einfach ein pures Draufgemetzel sein. Genau. Da fliegt Gürti von Ash, da fliegen die Ersten, das ist der Erste tot. Und Lulu stirbt. Da haben sie einen Falschen gestunt. Und Jax rennt begierig der
Dame hinterher und dann und tot. Ja, tja, das war's dann mit der Lux. Drei Leute tot. Timo irgendwo vollkommen sinnlos. Versucht eine Backdoor, also ganz ehrlich, eine Backdoor, wenn vier Leute vor deinen Towern stehen, ist so ziemlich das Dümmste, was du irgendwie machen kannst, Timo. Ja, und jetzt ist es leider zu spät für dich, jetzt hast du es für mich verkackt. Tja, es war ein nettes Game. Wir sind am Ende noch ein bisschen zurückgekommen, möchte ich nicht anders sagen. Aber jetzt die Aktion von Timo zum Beispiel war ziemlich behindert. Naja, ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag oder wie auch immer noch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei einem Diamond Commentary. Hoffentlich kann ich da auch gut genug kommentieren. Adios!